Boing, 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 boing. Klamotten. Komm, 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 komm. Ich hab Klamottenkiste gefunden. Jetzt machen wir mal kurz schnell hier. Schritt zurück. So ist gut. Was gibt es? Das sieht cool aus. Sogar eins der neuen T-Shirts. Geil. So, kann ich mal mich ein bisschen drehen? Hallo? Geht das nicht mehr? Ah doch, hab nur falsch Taste gedrückt. So. Handschuhe, Oberkörper. Ullala. Ja, das sieht richtig cool aus, das neue T-Shirt. Ich mag meins aber mehr. Nicht wegen dem Ausschnitt. Ich finde den Ausschnitt absolut hässlich. Ich finde aber diese Verbindung cool. Ja. Ich finde das nicht so. Ich finde das sehr hübsch, nur wegen dem Design. Aber das, der Ausschnitt geht mal gar nicht. Ein fröhliches Mia. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic Survival mit dem lieben Jakob. Sag hallo Jakob. Gut, danke Jakob, was hast du? Hallo. Also, wir wollen jetzt hier so ein ich denke so ein Gewächshaus wäre ganz cool. Ja, ein Gewächshaus. Mit Glasdach. Ja. Da sprechen wir von derselben Sprache, aber am besten von Nicht-Glas. Oben, nur oben das, oben nur die Decke. Nee, wir können auch die Seiten mit Glas machen. Es gibt ja Panzerglas, Jakob. Es gibt Panzerglas. Das ist aber bestimmt sehr teuer. Nee, okay, Lass uns doch erstmal gucken, was Panzerglas, und dann überlegen wir. Aber erzähl mal erstmal hier die Grundidee. Und ich hätte jetzt gedacht, wir machen das Gewächshaus so, dass wir in dem Gewächshaus, das ist wie so ein, wir haben ein großes Beet in der Mitte, also es ist wie so ein Gewölbe. Kannst du das vorstellen? Also du hast so drei Bögen. Wenn ich das kurz einmal hier so aufmache, du hast sozusagen an der Seite hier so zwei, so, keine Ahnung, so etwas schmalere Beete, und in der Mitte ist dann ein großes. So ungefähr, weißt du? Vom Designer. Und das sind so Glaskuppeln. Und in der Mitte ist dann ein großes Beet. Und die an der Seite, alle sind automatisch. Und das, dann wollte ich dich fragen, ob wir das so machen, dass wir das längs machen. Also dass das sozusagen in die Richtung hier nach vorne geht. Genau. Oder ob wir das so. Genau. Was würdest du machen? Ja? Okay, dann brauchen wir da aber vorne deutlich mehr Platz, würde ich sagen. Und dann ist die Frage, wie breit machen wir jedes, also wie breit machen wir das mittlere Beet? Schon an dem großen Sichtfeld gewöhnt. Ich will wieder mehr Sicht haben. Mehr so Fischaugenoptik. Ja, es fühlt sich komisch an, so beim Spielen. Für Timelapse schön, aber so nah. So, perfekt. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken, bevor ich jetzt hier wieder wirklich weiter doktern kann. Weil mich das gerade interessiert. Weil ich meine, warte mal. Kalt. Ach du Scheiße. Warum? Ein fröhliches? Warum? Was los? Scheiße, OBS. OBS hat mir was verstellt. OBS hat nur ein Viertel meines Bildschirms gerade aufgenommen. Geil. Ich hasse OBS. Ja.
Warum auch immer Benny nur ein Schüttel meines Bildschirms aufgenommen hat. Kann ja die letzte Folge komplett wegwerfen. Geil. Also ich soll jetzt Dingsbums holen, ne? Ja, das mögliche. Also Farmland, Beton, Component Kits. Noch irgendwelche extra Wünsche? Soll ich noch die ganze Welt holen? Du weißt, dass du mir die gerade die zwei Sachen davon gesagt hast, was mindestens 3 Stunden dauert. Beton holen. Stündchen. Weil, soll ich mir Steine wieder aus dem Rippen schneiden? Nein, kann ich nicht. Müsste ich wieder bohren fahren. Es dauert 1 Stunde für ein bisschen Beton. So Component Kits. Jakob. Woher soll ich die nehmen? Muss ich 1/2 Stunde looten auf 2, um massig Component Kits zu kriegen. Wenn du verstehst hier, was ich meine. So, steig mal aus. Nein, hier nix. So, gib her. Ja, danke. Hier etwas, ja. Ja, gute Component-Kit-Anzahl, werden wir das schon mal halbwegs durch. Ja, das passt. So. Das wird jetzt echt wirklich zu viel mit dem ganzen Zeit, dass irgendwelche Leute hier reinkommen. Ach Gott. Das fest. Dann tüdeln wir mal. Tigo! Ja. Abrissunternehmen Tigo meldet sich zum Dienst. Ich habe mich entschlossen, jetzt ein Fahrzeug zu bauen für Flüssigkeiten. Aha. Also mit so einem Schnörchel. Mhm. Wow, und ich habe mich gerade entschlossen, mich als Unternehmen auf Abriss zu konzentrieren. Abrissunternehmen Tigo ist am Start. Ah, okay. Das fest, oder? Das fest, so. So, damit müsste hier eigentlich gefühlt nichts mehr rumstehen. Na doch, dann tüdel das mal hier hin. Kannst du das noch irgendwie festtüdeln? Was soll denn das? Das ist kein Kreis, das ist eine Antenne. Soll ich eine Antenne mal mitbringen? Ja. Okay. So. Damit wäre dieses Gebäude quasi nicht mehr existent, würde ich sagen. Mit quasi meine ich, es ist nicht mehr existent. So. Also, da kannst du nicht mehr meckern. Also dieses Gebäude wurde perfekt gekillt.
Machst du da mal auch noch mal kurz ein paar Performance-Optimierungen, weil sonst wird sich hier wieder beschwert, dass hier so schlechte Performance ist. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja hier gute Performance. Das Fest, das Fest, das Fest, das ist meins. Das gehört jetzt mir. So, das ist nicht fest, gehe ich stark von aus. Ist das Fest, das Fest, das Fest. Ist das wirklich... Oh. Boah, hatte ich gerade Schiss. Hatte ich gerade Schiss, dass das Spiel abschmiert. Mach weg. Mach weg. So, damit wäre dieses Gebäude auch quasi nicht existent. Da habe ich gerade nicht so viel... Auf dieses Gebäude habe ich gerade nicht so viel Lust. Das machen wir mal an Anama weg. Aber da ist auch schon gut leer, würde ich mal sagen. Da ist auch nicht mehr so viel zu killen. Also das machen wir irgendwann mal weiter. Auf jeden Fall sieht das schon sehr schön aus, was wir hier gemacht haben. Sprit, Agü und Heybot. Scheiß Heybot. Noch mehr Heybot. Ich werde wild. Component Kit. Wenigstens braver Heybot. Weißt du, was noch fehlt? Ehrlich gesagt sieht man gar nicht wirklich, dass wenn man unter Wasser ist, dass man unter Wasser ist. Also da fehlt irgendwie noch so eine Textur über alles drüber. Ja, du meinst so einen Blaustich, ne? Mhm. Ja. Es fehlen ja auch noch... Stimmt, das soll in Kapitel 2 reinkommen. Quests. Also Aufgaben, Tasks, so. Story. Mhm. Soll wohl auch mal a little bit gemacht werden. Weil aktuell ist ja Survival eigentlich nur, wir überleben und basteln uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ne? Ja. Und dann soll... Deswegen kam auch das Logbuch rein für... Das ist ja eigentlich das Quest-System, wie ich es vorher gesagt habe. Was? Wo? Doch nicht. Okay. Gib her. Und was Quest-Mechanik auch noch unbedingt braucht, ist so, wenn ich irgendwie eine Kiste habe, dass ich sagen kann, alles nehmen. Ja, tatsächlich ähnlich wie in Minecraft, dass wenn du irgendwie Shift-Klick machst, dass du alles von der Art nimmst oder so. Naja, das ist nicht Shift immer, dass ich nur ein Stack nehme komplett und Steuerung meistens. Ja, meinetwegen machst du es so, keine Ahnung. Also kenne ich das immer mit Steuerung-Klick, dass ich dann alles ja, dieser so Sorte geht, ja. nehme. Was weiß ich, wenn ich R drücke, die komplette Kiste in mein Inventar ziehe. Und wenn du dich aus Versehen verdrückst, dass du dann dein komplettes Inventar vollgemüllt hast. Ja, dass du aber auch irgendwie mit einem Klick alles in die Kiste packen kannst. Ja, genau. Andersrum muss das natürlich auch passieren. Funktionieren. Banane, Karotte, Banane. Was? Egal. Aber sagen wir mal so, Scrap Mechanics Survival hat einen guten Ansatz, aber ist noch nicht final. So. Es ist ein guter Grundstein, aber man muss da noch viel drauf bauen. Oder kann man das so zusammenfassen? Ja. Es ist ja auch noch nicht ganz so alt. Nicht ganz so alt. Schon 7 Monate alt. Wo habe ich geparkt? Auto, wo bist du? Da hinten habe ich geparkt. Wäre ich fast an der Seite runtergejumpt. Das überlebe ich nicht. Oh, Kiste! Kiste, Component Kit, das hat sich gelohnt. Wuppa. Und ausgenockt. Sehr gut. Ich muss meine Karotte. Kleberfarm ist echt nervig. Ja. Dafür wäre so ein Unterseeboot gut. Weißt du, das einfach ja, was, wo du dann schneller dich bewegen kannst. Und ich meine.
Ein Auto könnte sogar Sachen zerstören. Hoch. Und durch den Sitz kann man ja Sachen aufnehmen, wenn du das nicht wusstest. So, ich kann durch den Fahrersitz E drücken. Oder, meine ich. Und dann Sachen aufnehmen. Ich meine, das war mal so. Was ist denn gerade los hier? Es ruckelt immer so. Ja, es liegt daran, dass ich mich sehr nah an einem Warehouse befinde und das gerade aus Versehen lädt. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wann auch immer das Video sieht. Und damit noch Tschüss und Miau. Ciao.